Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Flife Universe Guide. Heute gucken wir uns den Magician an, also Level 15 bis Level 60 wieder. Und ich sage euch, was ist meine Empfehlung für Set, Waffe, Schmuck. Und bei Mage ist es wahrscheinlich am interessantesten, weil die anderen Sachen sind eigentlich relativ, naja, gegeben. Da hat man eigentlich nicht so viel Spielraum. Sondern was am interessantesten ist bei Mage, ist tatsächlich, welche Skills benutzt man. Und ich habe es mir vorher nicht so detailliert angeguckt. Ich habe es tatsächlich bei meinem Mage auch nicht so gemacht, weil ich es mir vorher nicht angeguckt habe. Bei meinem Mage habe ich es einfach on the fly sozusagen gemacht. Also während dem Spielen einfach mal geguckt. Und habe es mir jetzt auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und bin jetzt zu einem Ergebnis gekommen, was ich persönlich ziemlich gut finde. Und ich habe ja noch einen zweiten Magician. Also das werde ich dann tatsächlich auch nochmal in der Praxis ausprobieren. Weil das halt auch natürlich ein bisschen Geschmackssache ist. Im Endeffekt ist es nicht so wichtig eigentlich. Aber ich denke, damit kann man ganz gut zurechtkommen. Also allererstes, welches Set? Bei Mages ist es tatsächlich so, man sollte möglichst jedes Set haben. Also sobald man Level 15 ist, wäre es natürlich nice, wenn man das 15er Set vierteilig hat. Sobald man Level 30 ist und so weiter und so fort. Warum? Weil jedes Set gibt Magiebeschleunigung. Und der wichtigste Wert bei Mage ist einfach Magiebeschleunigung. Das ist wie Angriffstempo bei den 1v1-Klassen, die mit Auto-Attacks kämpfen. Magiebeschleunigung ist quasi genau das gleiche für einen Magier und einfach essentiell wichtig. 5% zugegebenermaßen macht jetzt nicht so einen großen Unterschied und wie immer bei den 15er Sets, das hat man, wenn man jetzt gerade erst mit dem Spiel angefangen hat, normalerweise auf Level 15 nicht. Frühestens, wenn man viel Glück hat, vielleicht so mit Level 25 oder so, dann ist es eh schon fast ein bisschen zu spät und selbst mit 25 kann es sein, dass man es noch nicht zusammenbekommen hat durch Tausch oder Drop. Ist nicht so schlimm, aber hier ist halt tatsächlich auch ein Vorteil, man kriegt auch tatsächlich 15% MP und 5 Int, was wiederum auch MP bedeutet. Also es geht ja tatsächlich mehr um diese beiden Werte, also zweiteilig oder dreiteilig sollte man schon zusammenbekommen, also ohne die Suit im Endeffekt, und das hilft einem schon. Es ist leider kein verringerter MP-Verbrauch, das wäre deutlich besser tatsächlich, aber Max-MP hilft einem trotzdem, weil jedes Mal, wenn man Level-Up hat und so, ist ja die MP zumindest kurzzeitig wieder voll und es spart einem trotzdem Refresher einfach. Also ja, kaufen würde ich es mir jetzt nicht unbedingt, aber normalerweise, wenn man nicht allzu viel Pech hat, sollte man da schon einige Teile droppen. Immerhin geht das bis Level 30. Genau, und vom Death-Wert her ist es tatsächlich auch besser, tatsächlich, wenn man die Suit nicht trägt, sondern stattdessen eine NPC-Suit, weil dann kriegt man tatsächlich weniger Schaden, als wenn man es voll tragen würde. Aber Level 30 ist das dann ein bisschen anders. Also hier würde ich schon sagen, sollte man möglichst das ganze Set zusammen haben. Ist auch tatsächlich nicht so teuer. Also ich glaube, die Suit wurde immer so um eine Mio gehandelt. Also die müsste man sich relativ einfach holen können, indem man einfach ein, zwei Power Dice verkauft oder was auch immer man bis dahin gedroppt hat. Im besten Fall natürlich immer Tausch oder selber droppen. Aber vor allem auch selber Drop hat man natürlich keinen Einfluss. Und Tausch, naja, kommt halt darauf an, wie vielen Leuten man so begegnet, zufällig, beim Hochleveln. Auf jeden Fall, der zweiteilige Set-Effekt ist schon extrem nice. Verringerte MP-Verbrauch plus 25%. Also das ist ziemlich gut. Das lindert einfach die Refresher-Kosten ungemein. Wenn man hierzu noch eine Mental Necklace plus 3 hat, ist das schon eine extreme Verringerung des MP-Verbrauchs. Plus Wiederherstellung durch die Necklace. Außerdem bei 3 Teilen Int und bei 4 Teilen 10% Cast-Time. Und 10% Cast-Time, vor allem mit Level 30, levelt man auch nicht mehr ganz so schnell, macht dann schon einen Unterschied. Also wenn man 15 Level lang mit 10% mehr Cast-Time als weniger levelt, das macht schon einen Unterschied. Also das sollte man sich schon besorgen im besten Fall. Und mit 45 wird es dann eigentlich genauso argumentiert. Also ist einfach nochmal das 30er-Set in besser im Endeffekt, kann man sagen. Einziger Nachteil hier tatsächlich, die MP-Verbrauch ist tatsächlich geringer, aber dafür gewinnt man mehr Cast-Time, mehr Int und außerdem auch einen höheren Death-Wert. Also ich würde trotzdem sagen, dass das 45er-Set deutlich besser ist, weil so wie auch MP-Verbrauch, also MP-Verbrauch ist wichtig, also so wie wir es vorher schon gesagt haben, aber es ist ja nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist immer noch, dass man schnell angreift, dass man viel Schaden macht und naja, bestenfalls auch niemals stirbt. Und das heißt, ein höherer Death-Wert ist auf jeden Fall immer willkommen und die 15% Cast-Time, wie gesagt, sind in dem Fall auch wirklich wichtig. Und dann würde theoretisch noch das 60er-Set kommen, aber da wir uns ja nur bis Level 60 angucken, spielt das dann eigentlich keine Rolle mehr. Wenn man das 60er hat, für Vene Guardian zum Beispiel sehr nice, weil es HP-Rate gibt. Aber im Endeffekt ist das auch wieder der gleiche Set-Effekt. Also Mage ist tatsächlich ziemlich langweilig, was im Endeffekt immer der gleiche Set-Effekt ist. Vierteilig kommt Cast-Time dazu und davor ist es immer Int oder MP-Verbrauchverringerung oder Int und maximale MP. Also es setzen eigentlich im Endeffekt alle gleich. Und deswegen, wie vorher schon gesagt, im besten Fall hat man einfach jedes davon. Also mit 15 das 15er, mit 30 das 30er, mit 45 das 45er, weil sie einfach im Endeffekt immer besser werden und immer die gleichen Effekte haben. Als nächstes haben wir die Wands. Hier ist es ähnlich wie mit den Sets, also meine Empfehlung ist, by the way, mit Wand und Schild zu leveln, einfach weil der Mage ein großes Verteidigungsproblem hat.
Und im Low-Level habt ihr auch meistens keine guten Buffs von eurem Supporter. Meistens wahrscheinlich nur die Anfängerhelfer-Buffs, also effektiv keine Buffs, kann man fast sagen. Oder halt maximal ein, zwei Buffs am Anfang. Und deswegen sehe ich es nicht ein, mit Stuff zu leveln, weil vor allem im Mars Dungeon zum Beispiel und generell auch, wenn man halt einfach bei höheren Monstern ist, die nicht auf dem gleichen Level sind wie man selber, kriegt man schon gut auf die Fresse. Und ich habe mich mit einem Ringmaster supportet und selbst da habe ich teilweise halbes Leben Schaden bekommen. Also ich würde wirklich nicht auf ein Schild verzichten, das ist nicht unwichtig. Genau. Deswegen Wand, wenn man mit einem Wand zusammen Schild tragen kann. Der 15er Wand, würde ich sagen, ist wie das 15er Set im Endeffekt. Wenn man ihn hat, nice. Wobei hier halt Electricity Mastery gibt. Ja, wenn man den Electric Skill mit Level 15 beziehungsweise später skillt, ist natürlich nicht schlecht, aber 10% Schaden auf dem Level ist jetzt nicht so gigantisch. Also 10% Cast Time zum Beispiel wären hier deutlich besser, weil das halt auch einfach universal anwendbar wäre. Deswegen würde ich sagen, ATK-Wert davon ist nice und gibt zusätzlich noch 2 Int, aber im Endeffekt kein wirkliches wichtiges Item. Vor allem die Level 27er und teilweise schon 24er Waffen, je nachdem, sind fast schon genauso gut vom ATK-Wert her, also nicht wirklich wichtig. Auf Level 30 sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Der Band of Earthquake gibt 5% Cast Time und 3 Int. Das wäre eine Option, oder man nimmt halt den Antennae Wand, den man durch die Luda-Quest bekommt. Problem ist nur, die Luda-Quest als Magician ist extrem hardcore, selbst mit meinem Ringmaster, als ich mich supportet habe. Weil das Problem ist bei den Red Banks, die haben eine Rage Phase, das heißt kurz bevor sie sterben, ich weiß jetzt nicht den genauen Prozentsatz, aber im, wenn sie ganz wenig Leben haben nur noch, dann machen sie mehr Schaden. Und das heißt zum Beispiel diese Troop Leader of Red Bang, die man im Zuge der Quest auf jeden Fall mindestens ein paar Mal töten muss, die können einen easy One-Hitten, also selbst mich mit meinen Ringmaster Buffs wurde fast One-Hitted. Also ich wäre One-Hitted worden, sagen wir besser mal so, in Rage Phase. Und von dem her, ja, würde ich tatsächlich hier eher zu dem Wand of Earthquake greifen, wenn man ihn hat, weil ich denke auch tatsächlich, dass er besser ist. Der Antennae Band hat ein kleines bisschen mehr ATK, aber der hier gibt zusätzlich noch 3 Int, was es auf jeden Fall ausgleichen müsste. Und außerdem eben 5% Cast Time und spätestens das ist meiner Meinung nach besser. Und dann haben wir noch den Branch of Rises mit 45, im Endeffekt einfach eine bessere Version von dem Wand of Earthquake. 10% Cast Time, 3 Int und höherer ATK-Wert würde ich persönlich auch nehmen. Kurz vor Level 60 ist es dann tatsächlich so, dass man nochmal wechseln müsste, weil meistens ist es ja so, ja, 45er Waffe ist ja ziemlich gut, aber die 57er Waffen sind tatsächlich auch sehr gut. Und bei Mage ist es tatsächlich so, den Rune Vant auf Level 57 mit insgesamt 10% Cast Time, also im Endeffekt wieder der gleiche Effekt wie vom Branch of Rises. Yo, dann zum Schmuck. Hier ist die klassische Combo, eigentlich die beste meiner persönlichen Meinung nach. Zweimal Intelli-Ring, also zweimal Int quasi, dann zweimal Demol. Earring für zusätzlichen Schaden und das Wichtigste ist tatsächlich die Mental Necklace. Können wir nochmal drauf gehen. Mental Necklace hat einen MP Plus Effekt, das ist schon mal ziemlich nice, also mehr MP einfach. Verringerter MP Verbrauch und MP Recovery After Kill, also weniger, nicht weniger, wieder MP Wiederherstellung, wenn man Monster getötet hat im Endeffekt. Also mehr MP, weniger MP Verbrauch. Und Monster Kill stellt MP wieder her. Also ziemlich nice im Endeffekt. Und da ist es tatsächlich so, die sind auch ziemlich günstig. Also ich weiß nicht, plus 7 ganz genau. Es wird sich auch ändern, dass wenn ihr das Video später seht, ist das sowieso egal. Aber die müsste man eigentlich relativ günstig finden. Stand jetzt müsste wahrscheinlich so 1 bis 2 Mio sein. Und die kann man auf Level 45 tragen, plus 7. Und das ist echt krass. Also plus 7 Mental Necklace, plus 7 ist extrem gut, extrem wichtig, dass man die hat. Und aber auch hier sieht man schon auch schon eine plus 1 oder plus 0 oder plus 3 oder plus 5. Vollkommen egal. Jeder Mental Necklace hilft auf jeden Fall, die Kosten extrem runterzudrücken und ist einfach mega entspannt damit zu leveln. Also kann man nur empfehlen. Und wie gesagt, wer es ein bisschen anders haben will, also Intelli würde ich auf jeden Fall sagen. Man kann aber natürlich auch einen Plug tragen. Also wenn man jetzt einfach merkt, man kriegt zu viel Damage, aus welchem Grund auch immer, dann kann man natürlich auch einfach einen Plug tragen. Das ist natürlich klar. Was ich gerade noch vergessen habe, wir spielen ja mit einem Wand, das heißt wir machen ein Schild, aber das ist eigentlich ganz einfach. Sobald ihr das nötige Level habt, im besten Fall habt ihr dann das jeweilige Green Schild. Green Schild heißt, das ist ein Schild, das hat einen höheren Death-Wert, sieht aus wie eine spätere Variante eines normalen Schildes, also quasi hat den Skin von einem höheren Schild, was man eigentlich erst mit einem höheren Level tragen kann. Und gibt zusätzlich noch alle Stats, also hoher Death-Wert plus alle Stats plus man kann es früher tragen als das eigentliche Schild, von dem das quasi sozusagen abgekupfert ist. Und die sind alle gut, ja, also einfach immer das nächste nehmen im Endeffekt.
Da muss man halt am Anfang, glaube ich, ein bisschen Glück haben, dass man es droppt, weil ich denke, vor allem die ersten 5 werden nicht sehr viel verkauft. Also Avalon fängt es wahrscheinlich an, dass die Leute das tatsächlich verkaufen. Die ersten 4 wahrscheinlich fast gar nicht. Also da muss man halt gucken, dass man das irgendwie hier zusammenbekommt. Wenn man ein ganz normales Schild trägt, ist aber nicht schlimm. Also am Damage ändert es auf jeden Fall fast gar nichts. Hier ist wirklich der Death-Wert deutlich interessanter, weil der ziemlich hoch ist dafür, dass man es erst mit Level 23, 11, 7, whatever tragen kann. Aber ja, im Endeffekt bis Level 60 einfach diese Route hier runtergehen und Ancient Shield ist dann das Nonplusultra mit Level 57. Und zur Stattung, by the way, weil ich mir gerade aufgefallen ist, dass ich das am Anfang nicht gesagt habe. Full Int. Wir gehen Full Int mit dem Mage. Gerade gar nicht dran gedacht, dass ich euch das auch einfach zeigen kann hier. Also wie gesagt, Mental Strike würde ich auf jeden Fall auf Max machen. Ist ein neutraler Skill, hat eine gute Angriffsskalierung mit Int und ist halt immer neutral. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 4 Elemente geupgradet und genau das 5. Gegenelement tritt euch gegenüber als Gegner und ihr sagt quasi, oh nein, jetzt kann ich nicht das richtige Element benutzen, whatever, dann könnt ihr Mental Strike immer verwenden, weil Mental Strike einfach neutral ist. Und ansonsten würde ich persönlich sagen, Lightning Ram Max machen. Waterball, Stein ignorieren wir, also hier ist tatsächlich ein schlechtes Beispiel. Lightning Ram Max, Waterball Max, Strong Wind Max und Fire Strike. Es fällt natürlich auf, das sind 3-mal die 2. Skills. Ein Element lassen wir komplett weg mit Stein und nur einmal den 3. Wieso? Also Lightning Ram und Waterball haben tatsächlich eine sehr gute Angriffsskalierung, dafür, dass es nur die 2. Skills sind. Also die sind im 3. Skill, ich meine, natürlich ist der 3. Skill stärker, da braucht man natürlich gar nicht drüber reden, aber nicht sehr viel. Wie gesagt, man hat nicht die Möglichkeit, jeden Skill zu maxen. Und meiner persönlichen Meinung nach macht es mehr Sinn, von jedem Element ein Skill zu haben, weil man dadurch ja Bonusschaden gegen das richtige Gegenelement bekommt und man somit damit insgesamt trotzdem mehr Schaden macht, als wenn man es jetzt nur auf 2 oder 3 Skills sich beschränkt. Oder zum Beispiel Mental Strike nicht maxt und dann am Anfang auf eine Menge Schaden verzichtet und dann quasi später mehr davon zu profitieren. Also es gibt verschiedene Wege, ich sage nicht, dass meiner der beste ist, aber ich denke, das ist ein guter Mittelweg. Zur Not hat man immer Mental Strike, wie gesagt, also vor allem bei den Monstern, die dann quasi das Element Blitz haben, wobei wahrscheinlich Fire Strike dann stärker sein dürfte als Mental Strike gegen Blitzmonster, muss man natürlich ausprobieren. Genau, also das ist halt meine persönliche Meinung, was das angeht. Großer Nachteil, den man damit hat, ist tatsächlich, dass man die Monster nicht mehr so leicht mit den Widerständen belegen kann, weil die 3. Skills haben immer dieses Blitzwiderstand, Erdwiderstand und so weiter und so fort, Minus. Aber in den meisten Fällen würde ich persönlich sagen, ist es halt einfach beim Mage nicht wirklich notwendig, weil du brauchst normalerweise nicht so viele Skills, um ein Monster zu töten. Und das heißt 6%, 10%, 15% Schaden sogar. Kann halt teilweise einfach keinen Unterschied machen. Es kann einen Unterschied machen und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man es nicht hat. Aber wenn es keinen Unterschied macht, dann ärgert man sich eigentlich nur umso mehr, weil dann profitiert man von diesem zusätzlichen Effekt einfach nicht. Das heißt, diese Kombis, Element-Kombis, die sind eher was für Elemente, meiner persönlichen Meinung nach. Ich denke, im Low-Level ist es einfach gut, wenn man für jedes Gegenelement, auf eins muss man verzichten in dem Fall, ein Konter hat. Kann man natürlich auch einfach machen, dass man die ersten Skills alle maxt, aber die haben halt meistens eine wesentlich schlechtere Skalierung. Also ich kann es euch hier mal zeigen. Bei Water zum Beispiel. Hier haben wir halt Schaden 29 bis 30, Skalierung 2,4. Hier haben wir 59 bis 60, Skalierung 2,9. Also schon ein riesiger Unterschied und das ist ja nur der 2. Skill. Also Waterboy ist ja nicht mehr der stärkste Skill. Und hier haben wir halt den Bonuseffekt Geschwindigkeit minus 15. Also die ersten Skills sind zwar ganz nice für Giants und so weiter und so fort. Sowas in der Richtung. Aber das macht man am Anfang nicht. Am Anfang will man einfach nur leveln und da braucht man das einfach nicht. Das heißt, diese 2. Skills sind meiner Meinung nach ein guter Kompromiss, weil es so ein bisschen was von beiden Welten hat sozusagen. Und ja, das ist einfach meine Empfehlung. Und wenn man das alles macht, also quasi 3x2er Skill und einen 3er Skill und Mental Strike, dann hat man das auf 52 Max. Und dann kann man natürlich auf 52 theoretisch dann auch anfangen, hier Spike Stone zu skillen. Wie gesagt, hat eine Stun-Wahrscheinlichkeit, kann man natürlich schon noch machen. Aber ob das dann noch irgendwie wirklich was bringt, denke ich nicht. Weil wenn Spike Stone nicht maxt, denke ich nicht, dass man mehr Schaden macht als mit Mental Strike. Vielleicht kurz vor Level 60, aber eher unwahrscheinlich. Und ja, das war's tatsächlich. Das war mein Magician Guide für Anfänger natürlich, an Anfänger gerichtet. Ja, bei den Skills, wie gesagt, hat man ein bisschen Freiraum, wenn man gezielte Monster hat. Vor allem im Low Level tatsächlich schon, wo man unbedingt das richtige Element haben will. Dann kann man das Ganze natürlich nochmal abändern, aber ja, im Endeffekt muss man sich einfach nur gucken, was sind so die nächsten Monster, zu denen ich gehe
und daran halt anpassen, welches Element mache ich vielleicht zuerst, Max oder so. Aber im Endeffekt ist es nicht so wichtig, weil man am Anfang levelt man eh noch so schnell, dass man die Monster relativ zügig wechselt. Und ja, wie gesagt, spätestens mit 52 hat man eh alles Max. Das heißt, das ist eigentlich auch relativ früh tatsächlich schon, weil die Level nach 52, also 53 bis 60, die dauern eh am längsten. Und da ist man dann auf jeden Fall gut vorbereitet. Und das war's. Danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Flyve Universe Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.